In diesem Video zeige ich Ihnen einige Aspekte zur eurythmischen Gebärde des Ei, seine Beziehung zum Raum, seine Zuordnung zum Mond, sein Zustandekommen aus den Lauten A, E und I und das Wachstumsprinzip, das in dieser Gebärde wirkt. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, der Laut Ei besteht eigentlich aus drei Buchstaben. Es ist ein A, E, I, das sich aneinander anschließen und den Laut Ei, Ei ergeben. Und das waren auch die Prinzipien, die wir in der Mondgebärde gefunden haben. Das offene A, das Zusammenströmen, das Verankern, das E und die Wachstumsgebärde, das I, sind in diesem Ei enthalten. Und wenn man jetzt das groß aufgreifen will und über die Laute das zur Erfahrung bringen möchte, dann kann man ein großes abströmendes A geschehen lassen. Ich greife hinauf in den Kosmos, spüre die Sterne über mir, lasse das herunterströmen, links und rechts und im Rücken, empfangend. Etwa auf Herzhöhe führe ich die Hände zusammen. Wie vorher bei der Mondgebärde ziehe sie leicht zusammen. Der Bewegungsfluss verdichtet sich und dann strömt die eine Hand weiter nach unten und die andere steigt wieder nach oben zurück. Das Urbild für das Ei ist das Streicheln. Streicheln bewirkt ein wohliges Gefühl, das ein gefühlsmäßiges Sich-Ausdehnen bewirkt. Wenn man das mit dem ganzen Körper ausdrücken will, kann man sich vorstellen, dass man von einer angenehmen Hülle umgeben ist, an der man sich wie in einer großen Bürste angenehm hin- und her reiben kann. Wenn Sie dieses Sich-Bürsten und Streicheln als fast reales Körpergefühl erzeugen können, dann beginnt der Körper sich so richtig wohl zu fühlen. Wenn Sie dann dazu übergehen, sich selber zu spüren, dann können Sie eine Kraft entdecken, die sich ausdehnen und strecken will und letztendlich auch aufrichten und die Verbindung von Himmel und Erde wiederherstellen will. Dann sind Sie mit dem ganzen Körper in der Eikraft drinnen. Bei der eurythmischen Eigebärde gleitet eine Hand den Arm entlang, von der Peripherie zu den Schultern, während sich der andere Arm von der Körpermitte aus langsam nach außen streckt. Es ist ein Streichen, das ohne Berührung erfolgt. So wie man jemand über die Haare streicht und dabei ein Wohlgefühl erzeugt, ohne die Frisur zu verändern.
versuchen Sie die Bewegung so auszuführen, dass die Hand, welche den Arm entlang streicht, die Rolle eines Katalysators bekommt. Spüren Sie durch die Handfläche hindurch in den Arm. Nehmen Sie ihn so wahr, dass er spürt, wie er wahrgenommen wird. Der empfangende Arm spürt die Aufmerksamkeit und ihr Interesse wie eine angenehme Wärme, die ihn an dieser Stelle zum Wachsen anregt, wie ein Same, der im Frühjahr die Wärme und das Sonnenlicht unter der Erde erlebt und dann zu wachsen beginnt. So wie dieser zu sprossen beginnt, so streckt sich der Arm unter der Einwirkung der Hand überall da, wo die Hand entlang kommt. Und dieses Wachstumsprinzip durchstrahlt dann den ganzen Arm und bis über die Finger hinaus. Wie überall in der Eurythmie findet aber die eigentliche Aktivität im Körperinneren statt. Sie drückt sich nur im Arm draußen aus. Die ganze Aufmerksamkeit, das Interesse entwickelt sich von hier. Und im Arm spüre ich das, der reagiert darauf. Darum entwickelt sich dieses Wohlfühlen, Ausdehnen und Strecken, was scheinbar im Arm geschieht, auch im ganzen Körper. Er fühlt sich genau wie der Arm, umhüllt, geborgen und angeregt, sich zu entfalten und zu wachsen. In jedem Ei wirken die drei Prinzipien A, E, I zusammen. Je nachdem, was Sie anstreben, können Sie die Aufmerksamkeit mehr auf das Wahrnehmen, Empfinden, Empfangen richten, das A, auf die Begegnung, den Energieaustausch, das E, oder auf die entstehende Streckung, das I. Damit es aber ein Ei wird und nicht ein Ä, ein AE, sollten Sie immer versuchen, bis zum I, bis zur Streckkraft durchzudringen. Jeder Same will wachsen. Die Streckung ist sein Ziel. AE, I, AE.